verschiedenen Gegenständen, die Sie uns mitgebracht haben. Versprechen doch nicht, dass wir uns zurückgeben. Okay, danke, danke, danke. Das sind Spiegel, mein Papi. Nee, es ist nicht. Senior Consulting. Diplom, was? Physiologe? Was ist dieser Mann? Masseur. Diplomphysiker. Physiologe. Was weiß ich? Was weiß ich? Okay. Akademiker? Akademiker. Na, sagen wir mal, ist ein Spiegel. Welche Genre bitte? Blues! Blues! Oh, Blues. Ja, Rock'n'Roll Blues. Keine Visitenkarte und auch kein heller Schein. Ob ich nun Physiker bin oder nicht, ich bin betreten in mein Arschgesicht. Denn das ist der Tag, den ich verfluchen mag. Doch der Spiegel hat immer recht. Das ist der Tag, an dem ich mein Baby verlassen mag. Die letzte Luft. Bring mich zum Zittern mit deinem Hustenbonbon. Es war der Thymian in seinem Bronchiprit. Es war so manches andere Sekret. Nimm mir den Atem. Raub mir die Luft mit deinem Cola-Duft. Nimm mir den Atem, raub mir den letzten Ton. Bleibe bei mir mit deinem Bronchibon. Max, kleine Kathedrale, wird groß und wird schön. Max, in den Himmel hinein, wird groß und wird schön. Das stimmt. Wenn du groß bist, wird das alles hier anders sein. Das ganze Land. Wir werden ein Teil von Amerika sein. Wir werden den Dollar haben. Papa, Papa, warum hast du es mir nie gesagt, dass du mich zum Beispiel magst oder dass du meine Haare schön findest oder meine Augen oder dass ich vielleicht auch mal ganz intelligent war? Also Papa, Papa, warum hast du nie gefragt, wie es mir zum Beispiel geht oder was ich denn gerne essen möchte oder was ich zum Beispiel anziehen möchte? Niemals, niemals hast du mich gefragt. Du hast immer nur gesagt, was ich machen sollte, was ich nicht tun sollte. Ja, und damit geht es überhaupt nicht gut. Wenn man nichts eigentlich
damals, als meine Mutter noch gelebt hat, viel besser. Und da gab es irgendwie so einen Ausgleich. Ausgleich zwischen Yin und Yang. Ja, so was noch sein kann. So zwischen Mann und Frau ebenso. Ja, wenn die Mutter sich manchmal dann auch so vor dem Patschen sagt so, nein, nein, nein. In das Zimmer meines Sohnes kommst du jetzt nicht rein. Nein, 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 nein. Stopp. I am just a small working bee. Miss Heller. What? A small, small working bee, not important. No. Just a cellar assel. Für die wirklichen Tiefpunkte ändern dein Leben. Nur unter Waffengewalt machst du endlich Halt. Revolution, Revolution. Und sitzt du einmal gefesselt, weißt du, wie das ist. Du jammerst um dein Leben, du bist der, der Scheiße frisst. Ja, als meine Mutter sozusagen weggebrochen ist, auch sozusagen eher weggebrochen. War, ich hatte sonst immer so gute Erinnerungen, dass er mich als Kind zum Beispiel auch mal Huckepack getragen hat, dass er auch mal mir übers Gesicht gestreichelt hat. Manchmal zu doll, ich habe dann geweint. Guck mal, das war gar kein Streichel.